Wir schreiben die Folge 58. Mein Name ist Harald Häusle und ich begrüße euch recht herzlich zu Gamers.de TV. World of Warcraft, Herr der Ringe Online und Cone sind ja eine prima Sache, gehen dafür aber nicht gerade sparsam mit der Geldbörse des Spielers um. Dabei muss das nicht sein, denn andere Entwickler haben auch hübsche Spiele und die gibt es sogar umsonst oder zumindest zu deutlich anderen und eben auch günstigeren Konditionen. Wir haben einmal einige Vertreter herausgesucht und wollen euch zeigen, wo und ob bei diesen Spielen der Klingelbeutel an euch herantritt und wie sich diese Spiele finanzieren. Fiesta Online ist ein typischer Vertreter der Fernost-Rollenspiele. Während sich hierzulande ein Monats-Abo-Prinzip à la WoW längst etabliert hat, sehen die Asiaten das ganz anders. Insoweit sind die Entwickler und Betreiber hier gezwungen, ihr Geld über einen Shop einzutreiben, über den man eben für jede Kleinigkeit wie Waffen, Kleidung und so weiter extra bezahlen muss. Meist tauscht man sein echtes Geld dabei gegen eine künstliche Währung. Fiesta Online hat eine über 2 Millionen große Spielerschar und wartet mit einer mittlerweile überholten 3D-Comic-Grafik im Anime-Stil auf. Die umfangreichen Tutorials und das ausgeglichene PvE- und PvP-System zählen zu den Stärken von Fiesta Online. In Kürze soll das Spiel zahlreiche Neuerungen wie ein Housing-System erfahren. Wer etwas für Anime-Ästhetik übrig hat und einmal in ein typisches Fernost-Rollenspiel hineinschnuppern möchte, sollte auf jeden Fall Probe spielen. Fiesta Online steht für Windows zum kostenlosen Download zur Verfügung. Wer aber länger dabei bleiben möchte, muss über kurz oder lang auf kostenpflichtigen Zusatzcontent zurückgreifen. Dass es auch anders geht, beweisen die Entwickler der Firma Jagex. Diese aktualisieren seit 1998 in mittlerweile monatlichen Intervallen ihr in einer mittelalterlich angelehnten Fantasy-Welt spielendes RuneScape. Die Finanzierung hingegen gestaltet sich hier ganz anders. Während eine kostenlose Version von über 10 Millionen Spielern genutzt wird, greifen immerhin ca. 500.000 User auf die ab 6 Euro zu Buche schlagende Mitgliedschaft zurück. Dabei genießt die zahlende Kundschaft neben dem Vollbildmodus einem eigenen Housing System und zusätzlichen Abenteuern vor allem eine dreimal größere Spielewelt, als dies bei der kostenlosen Version der Fall ist. Wobei, Version ist hier schon viel gesagt, denn RuneScape läuft komplett im Browser und erfordert keinerlei zusätzliche Installation. Das gefällt nicht nur Windows-Usern, sondern auch allen Mac- und Linux-Spielern. Über 17 Berufe wie Koch oder Dieb dienen zum Geldverdienen und bringen euch dem Ziel des Spiels, ein angesehener und reicher Bürger zu werden, Stück für Stück näher. Die Grafik kann auf die eigenen Anforderungen angepasst werden und bietet in der höchsten Stufe einen sehr gelungenen Mix aus 3D mit 2D-Objekten. Wie kommt nun jemand auf die Idee, ein Spiel zu entwickeln, für das er kein Geld haben will? Publisher Codemasters ließ beispielsweise 2006 das MMORPG Archlord auf die Windows-Spieler los. Doch eine schlechte Übersetzung und zahllose Abstürze machten ein vernünftiges Spielen unmöglich. Selbst nachgereichte Patches konnten an der Misere nichts ändern und so entschloss sich Codemasters 2007 Archlord erst ohne monatliche Kosten und schließlich komplett kostenlos zur Verfügung zu stellen. Allein das bereits bekannte Shop-Konzept sollte das Spiel weiter finanzieren. Ständige Software- und Gameplay-Pflege sowie ausreichend Server machen das Spiel mittlerweile zu einem Geheimtipp, was sich in der stets anwachsenden Spielerschar, welche mittlerweile die 500.000 überschritten hat, widerspiegelt. Archlord schickt euch in eine typische Fantasy-Welt mit dem Namen Chandra und folgt in seinem Konzept gängigen Mustern. Braucht sich in Sachen Umfang allerdings nicht hinter den Platzhirschen zu verstecken. Ja, mehr noch. Neben der Möglichkeit, sich im PvE und PvP als Gildenmeister hervorzutun, ist der Erwerb einer Burg sicherlich am interessantesten. Nicht nur, dass es die Festung zu verteidigen oder erobern gilt, so bietet es auch dank regelmäßiger Steuereinnahmen eine prima Geldquelle. Auch der hervorragende Soundtrack und die schöne Grafik machen Archlord mittlerweile zum echten Spieltipp für abenteuerhungrige Windows-Spieler. Dofus hingegen finanziert sich durch Merchandising und eine kostenpflichtige erweiterbare Welt. Das Spiel basiert komplett auf Flash und läuft dadurch problemlos auf Windows, Mac und Linux. Und die Rechnung der französischen Entwickler an Karma Games geht auf. Nicht nur, dass Dofus bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, so tummeln sich mehr als 10 Millionen User weltweit auf den Servern. Und der Erfolg erstreckt sich auch auf eine bislang neunbändige Comicbuchserie mit über 100.000 verkauften Exemplaren und einem taktischen Online-Kampfsystem namens Dofus Arena. Dofus hält sich optisch eng an das klassische Manga-Konzept und füllt die Welt mit quietschbunten und sehr schön gezeichneten Landschaften. Dabei
Dabei sticht vor allem die Mischung zwischen Rollen- und Taktikspiel sowie einem interaktiven Comic hervor. Besonders diese Elemente und die hohe Einsteigerfreundlichkeit machen aus Dofus das perfekte Spiel für Gelegenheitsspieler, zumal sich die Abenteuer stets mit einem Augenzwinkern entwickeln und für manchen Lacher gut sind. Hardcore-Spieler lockt man hingegen mit einem fordernden Kampfsystem und einer richtig guten Klassenentwicklung. Allein das Balancing der Kämpfe und das etwas langatmige Berufssystem stören das ansonsten hervorragende Spielerlebnis. Wem das alles viel zu bunt und kindisch ist, der findet wohl eher in Requiem Bloody Mare sein Heil. Denn statt saftigen Wiesen und lustigen Zeitgenossen lässt Gravity Interactive Horror, Blut und Gewalt vorherrschen. Vier Rassen sind es, in deren Haut ihr dem unvorstellbaren Grauen, welches die Welt Etheria regiert, Einhalt gebieten sollt. Alle spielen sich leicht unterschiedlich und verlangen vom Spieler eine andere Herangehensweise. Während die Auswahlmöglichkeiten bei der Charaktererschaffung eher begrenzt sind, begeistern die verschiedenartigen Spielszenarien dafür umso mehr. Allerdings werden Einzelgänger bald an ihre Grenzen stoßen, da einige Gegner quasi übermenschliche Fähigkeiten aufbringen und ein gut koordiniertes Gruppenspiel unumgänglich ist. Highlight dieses Spiels ist sicherlich das PvP-System. Im Prinzip einfach zu nutzen, wartet das Spiel hier mit zahlreichen Splatter-Effekten auf. Gehen die Lebenspunkte nämlich langsam in den Keller, wird der Charakter immer anfälliger für kleine und große Verletzungen, die sich auch im Verlust von ganzen Körperteilen darstellen. Damit die Sache nicht zur frustrierenden Metzelei verkommt, wird das Töten von levelunterlegenen Spielern mit einem Malus bestraft, der den Jäger wiederum zum gejagten Freiwild für jedermann macht. Auch wenn das PvP-System noch etwas unausgereift wirkt und Etheria mit der Zeit monoton wird, so werden erwachsene Rollenspielfans mit einem Hang zum düsteren und brutaleren Spielelementen einige Stunden ihren Spaß haben. Requiem Bloody Mare für Windows ist ebenfalls kostenlos und finanziert sich durch Zusatzangebote. Guild Wars fand bereits über 5 Millionen Abnehmer, Tendenz stark steigend. Und mittlerweile warten alle auf den Beta-Test von Guild Wars 2. Entwickler ArenaNet bezeichnet sein Spiel gerne als Competitive Online Role-Playing Game, da eine strikte Trennung zwischen PvP und PvE vorgenommen wurde. Auch Guild Wars setzt kein Monatsabo voraus, muss aber käuflich erworben werden. Eine weitere Einnahmequelle bilden die Zusatzkampagnen, welche gleichzeitig die Welt erweitern. Dafür bekommt der Spieler 10 verschiedene Klassen mit jeweils einer Haupt- und Nebenklasse, einer riesigen Spielewelt und ein sehr schönes Skilling-System geboten. Auch sind die Missionen stellenweise sehr abwechslungsreich. Während andere hier besprochene Titel auch für den kurzfristigen und begrenzten Zeitvertreib geeignet sind, bietet Guild Wars durch seine Vielseitigkeit und Tiefe Spielspaß für viele Monate. The days of Und zum Schluss darf Runes of Magic natürlich nicht unerwähnt bleiben. Das Fantasy-MMORPG erschien am 19. März und kommt ebenfalls ohne Abogebühr aus. Und nicht nur das. Wer auf die Verkaufsbox von 10 Euro verzichten kann, darf sich das Spiel gratis herunterladen und direkt loslegen. Finanziert muss das Spiel dann aber letztendlich doch werden und so tauscht ihr im Shop eure Euronen gegen die Spielewährung Diamanten ein. Und die werdet ihr auch dringend brauchen, da weder Kleidung noch gute Waffen einfach so auf der Straße liegen. Aber dennoch können wir zumindest einige nette Stunden in der magischen Welt Taborea wärmstens empfehlen, denn die Welt hat viel zu bieten. Ihr seht, ein Blick lohnt allemal, zumal die Auswahl mittlerweile fast unüberschaubar ist und für jeden Geschmack das Passende bietet. Und selbst wer sich aus Fantasy-Welten nichts macht und eher im kalten Weltall zu Hause ist, wird mit Spielen wie Wing Commander Saga schnell die Zeit vergessen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir melden uns nächste Woche am gleichen Ort wieder. Bis dahin viel Spaß beim Zocken.